Servus Leute, hier ist Dominik Karum. Wir sind gerade beim LZ Hockey hier. Hier lerne ich viele neue Sachen, vor allem spezielle Sachen für mein Spiel, für mein offensives Spiel. Ich habe viel dazu gelernt. Ihr werdet es dann sehen, was ich hier gemacht habe. Das sind Sachen für mein Offensivspiel, auf kleinem Raum vor allem, viel mit Abschluss. Hier lerne ich Sachen, die ich davor nie gemacht habe. Und ja, das ist natürlich eine neue Herausforderung und natürlich erhöht es noch mein Spiel und ich probiere natürlich immer besser zu werden. Was wir machen, ist viel am Abschluss arbeiten, wie man sich vorm Tor verhält. Zum Beispiel nicht so viel mit der Scheibe dribbeln, sondern die Scheibe eher in den Raum legen und schnell abzuschließen. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, da das Spiel immer von Jahr zu Jahr schneller wird. Und ja, auch vor allem, als ich in die NHL gegangen bin, habe ich gemerkt, durch die kleinere Eisfläche ist das Spiel einfach viel, viel schneller. Man muss seine Entscheidungen viel schneller treffen und da muss ich natürlich viel dazulernen und deswegen hilft mir so ein Training ist super, dass ich einfach mich schneller entscheide, wie beim Abschluss, so auch in der offensiven Zone, besser an der Bande bin und besser mein Spiel lesen kann. Eine Situation haben wir zum Beispiel gemacht, das ist gut fürs Powerplay, wo man anstatt die Scheibe anzunehmen und dann erstmal schauen, was man macht, einfach die Scheibe direkt mit einem Touch in die Mitte legt und dann kann man direkt weiterschauen und weiterspielen. Aber ihr werdet es bestimmt dann noch sehen, was ich mit den Jungs auf dem Eis mache.